CDU, SPD, Grüne und kannibalisiert FDP sich alles sind gegenseitig. Im Grunde genommen in der Europolitik alle der gleichen Meinung, die ich für grundfalsch halte. Und damit werden die Parteiendemokratie in Deutschland gefährden. Denn wenn der Euro zusammenbricht, was ich für absolut unvermeidlich halte, und zwar, weil der von vornherein eine falsche Konstruktion war, der kann auch nicht saniert werden. Schon gar nicht auf Kosten unserer Landsleute, die sozusagen sich in Grund und Boden verschulden müssten. Jeder für uns, für jeder von euch allen, weiß doch gar nicht, was da los ist. Im Grunde müssten wir Massendemonstrationen auf den Straßen haben, die sozusagen sagen, wir lassen unser Land nicht sozusagen zugrunde gehen. Joschka Fischer hat neulich einen Aufsatz geschrieben, wo er sagt, wir müssten aus Rache für oder als Wiedergutmachung für unsere Verbrechen im 20. Jahrhundert, wo wir beide Weltkriege gleich behandeln, was schon mal falsch ist, müssten wir jetzt im 21. Jahrhundert Europa retten, indem wir alles, was da an finanziellen Forderungen aufkommt, übernehmen. Das ist ein Todesurteil für dieses Land, denn Europa ist viel zu groß und unsere Leistungsfähigkeit viel zu klein. Da sind wir, glaube ich, relativ ähnlicher Meinung. Nehme ich mal hoffnungsvoll an, dass sozusagen dieses nicht geht. Und was mich sehr bedrückt, dass im Grunde kein Mensch in Deutschland, was ich manchmal selber für wahnsinnig halte, diese Gefahr sieht. Es ist die größte Fehlentscheidung in Deutschland seit 1945 gewesen. Diese Euro-Einführung, der von vornherein... Wasser kommt gerade. Vielen Dank. Ich kann nur sagen, im Grunde genommen ist es eben klar, dass aus dieser Konstruktion von Anfang an nichts werden konnte. Da habe ich übrigens ein paar Jahre vor der Einführung geschrieben. Sehr.